Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos! Und herzlich willkommen aus dem Schneebiom, Leute. Wir sind mit unserer Mega-Mücke, die sich sowieso schon seit unserem Stream so gelohnt hat. Wir haben so viele coole Sachen damit gemacht. Wir waren extrem erfolgreich hier im Schneebiom. Ihr wisst schon, in der vorletzten Folge haben wir angefangen, Megatherium zu zähmen. Letzte Folge hat es dann geklappt, wir haben ihn wirklich bekommen. Und hier liegt ein kleiner Juti, ne? Nur in Anführungszeichen 85, aber wir haben Juti. Und den wir auch echt easy uns hier genau an dieser Bergspalte geholt haben. Und der ist jetzt jeden Moment fertig. Also der ist bei, was ist das, 94%, Leute. 94%, oben links steht es. Dann ist der auch am Start. Ist der? Level 85, oder? Ist es so? Ja, der ist 85. Und der wird jetzt gleich natürlich Level ja, abbekommen, wenn wir ihn jetzt hier haben. Da vorne ist noch ein blauer Drop. Da würde ich ja auch nochmal, auch gleich nochmal. Mama, fliege, fliege, ich passe ein bisschen auf. Passt mal auf, guckst du mal, was da kommt. Der müsste eigentlich auch jeden Moment sein. Schauen wir mal, ist hier irgendwas los? Ich hoffe, dass Prime mich nicht verdirbt. Aber nee, es müsste eigentlich gehen. Perfekt. Aber knapp. Wir haben, guck, Prime, guck, Lambchop, Prag und 45! 45 Trank Arrows. Also ich meine, das ist eigentlich nicht mega, aber schlecht. Wir waren in der letzten Folge so, oh, jetzt können wir gar nichts mehr zähmen, weil wir haben keine Trank Arrows mehr. Und da haben wir wieder welche. Wir wollen eh nichts zähmen. Wir wollen sowieso nie was zähmen, Leute. Hä? Warum sollten wir was zähmen wollen? Wir wollen nur nach Hause, Leute. Wir wollen die ganze Zeit schon nach Hause. Und es wäre auch richtig blöd, wenn jetzt noch eine High-Level-Anke sehen würde. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Das würde nerven. Der braucht also ich sag mal, wenn Anke, dann Level 5 oder so. Das ist mein Lieblingslevel, 5 und 10. Also, der bekommt jetzt nochmal 42 Level drauf. Das heißt, der wird landen bei 127. Ach, kann der fliegen oder wie? Entschuldigung, nicht so klar. Oh mein Gott. Entschuldigung. Der kann fliegen, wenn wir mit der Megamücke packen. Das auf jeden Fall, das sollte funktionieren. Kann man den mit der Megamücke packen, weil der ist ja schon wirklich groß. Der ist wirklich groß, aber ich meine, Rex ist auch noch größer, oder? Also wenn man Rex packen kann, kann man ihn wahrscheinlich auch packen. Das stimmt. Ja, schon so ein bisschen montan. Nicht nur Rex, sondern auch ein Diplo kannst du packen. Ja, Diplo ist aber das Größte auf jeden Fall auch. Also mit Diplo danach, da hörst du dann auch wirklich auf. Was ist denn hier oben? Oh mein Gott, Izzy! Direkt über uns ist so viel los. Wir haben ja in der Nacht gefangen, da ist uns gar nicht aufgefallen, was direkt über uns ist. Aber, ich hatte eigentlich versucht zu gucken, aber vielleicht sind die auch jetzt mittlerweile da oben auf Wanderschaft gewesen. Ja, also die könnten doch neu gespawnt oder neu hingelaufen sein, aber ein bisschen, diese Scheißewerfer ist da, sind ein paar Mammuts sind ja gerade rumgelaufen. Und also so direkt an der Grenze ungefähr waren sie kurz. Oh, und wir haben Juti gezählt! Moin, Meister! Yumi Mamoto. Keine Ahnung, das Yumi ist das Erste, Mamoto. Was mir eingefallen ist. Du kannst ja auf Nicht-Folgen drücken, dass man sich abhaut und dann kannst du mit drauf aufsteigen vielleicht. Versuche. Jetzt, ja. Okay. Ja. Jo, bin am Start. Ja, let's go. Wie du einfach oberkörperfrei hier abchillst. Ja, aber warum im Schneebiom. Als wäre es nix für dich. Also, ist ja auch entspannt, ne? Alter, wie das aussieht. Ich sitze da nackt oben drauf, das komplett grüne Insekt und dann der Juti, der so, oh ja, wir gehen jetzt mal auf kleine Tour. Oh, Wasserfall. Ui. Das sieht ja schon geil hier aus. Und hier ist, sind übrigens auch die Höhlen noch, die wir noch machen müssen. Also nicht für den ersten echt? Boss. Hier? Aber auf jeden Fall hier im Schneebiom. Und es sah gerade so aus, als ob das weiße Blau alles geleuchtet hat. Kann auch sein, dass wir noch ein bisschen in eine andere Richtung noch ein bisschen dafür. Ich erinnere mich aber hier so ein bisschen an das Gebiet. Davon ist eine Anke. Level 10. War mein Lieblingslevel. Ja, wir sind jetzt auf dem direkten Weg nach Hause auch, ne? Also wir wollen jetzt ja auch gar nichts mehr sehen. Und? Level? Ich könnte. 20! Hey! Da oben rechts, die hast du schon gesehen, die Anke? Nee. Jetzt hier rechts unterm Stein praktisch, unter uns ist. Oh, was ist denn das hier? Juti auch wieder, ne? Ist hier nochmal, ne? 35. Und irgendwas war da noch Level 50. Juti ist Level Anke, 50, ja. Juti ist 50, Anke ist 70. Mhm. Anke cool. ist 70. Ja, cool. Aber brauchen wir halt nicht, ne? Deswegen ist uns ja egal. Also uns ist das eh egal. Klar, mit uns hat das gar nichts zu tun. Wir brauchen hier gar nichts mehr. Wölfe oh, hier ist noch ein Warzenschwein. Oh ja, das brauchen wir noch. Warte mal, ist es 120? Nicht. Warte mal kurz. Also... nice, Level 15! Außer du hast ein anderes gesehen. Ein anderes, genau hinter uns. Einmal drehen. Da oben. Oben? 90! Ist gut. Wo 90. Oben meinst du? Beim direkt unter uns. Direkt unter uns quasi. An der Küste hier vorne. Ja, da, direkt vor uns.
Ah, da! Du siehst das nicht. 90! Moin, ja, finde ich gar nicht so schlecht, ne? Gefällt mir tatsächlich auch ziemlich gut. Finde ich, ist ja eigentlich mal eine Sache, die man ist mal machen könnte. Ist zwar nicht mein Lieblingslevel, aber... Ich würde mich mal kurz hinsetzen. Oh nein! Ist alles gut! Los? Bitte greif jetzt nicht den Juti an. Wie holen wir uns den, Izzy? Also, hast du einen Juti hingesetzt? Ja, den kann ich ja gleich wiederholen, ne? Ich glaube, ich würde einfach drauf, oder? Ja, willst du einfach mal auf ihn, ich kann jetzt ja auch wieder die Schüsse. Ich ist nur, weil hier so viele Sachen sind. Ich bin übrigens abgestiegen. Okay. Ich glaube, ich steig auch mal ab. Hä? Und oh, er schießt ja schon auf mich. Er kommt auf mich. Ja. Yep. Passiv. Okay. Ja, aber ist doch gut, oder? Sollte funktionieren. Ja, und nicht ins Wasser. Ich kann ihn packen. Ich hole ihn mit der Mücke. Ja. Wo ist er? Auf Bist du schnell genug? Ja, genau, wo ist er im ungefähr? Wasser mit. Oh nein, jetzt sag mir nicht, er ist umgekippt. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Direkt Stimberries reinwerfen. Er ist wirklich umgekippt. Mitten im Wasser. Geil. Oh nein. Das war ja mal Pech. Ja, Oxygen geht runter. Krass, ich habe so lange nicht mehr auf ihn geschossen, aber er ist halt jetzt irgendwann. Das ist noch einer. Ach, das war der Low Level, ne? Der andere. Das war Low Level, ja. Weißt du. Schade, ne? Den kann ich jetzt auch nicht irgendwie rausnehmen, ne? Das wäre zu nice. Boah, den Kopf macht man den über 1000 Schaden, wenn man im richtigen Winkel trifft irgendwie. Ja, ne, kriege ich nicht raus. Stimmt, das wäre krass, wenn du den rausbekämpfst, ja. Aber ne, es geht nicht. Den Juti pack ich mal ein, oder? Eine Kryo meinst du? Ja. Ja, mach das jetzt, wo wir eh hier sitzen. Du hast kein Kryo mit, ne? Wir sollten echt mehr. Ich dachte so, R2 ist schon nicht schlecht. Oh, davon ist noch einer übrigens. Das liegt ja auch gar Level 10. Die könnte man so einfach Level 70. Ah ja. Sollen wir nicht nein, könnte oder? Könnte man überlegen, oder? Ja. Ich komme zu dir. Wo ist er? Genau da, wo ich hinlaufe. Da hinten im Wald. Boah, der ist weit hinten im Wald. Oh nein, der greift gleich einen Mammut an. Nein. Ich kann ihn ja wieder packen. Okay. Oh, der ist hier im Wald. Ja, ja, ich habe ihn laufen sehen. Wo bist du? Achoo! Ja, ich sehe ihn hier links. Davon ist, noch einer. Hoppala. Hoppala. Ah, der macht mir ja gar keinen Schaden. Aber meine Rüstung geht natürlich kaputt auf Dauer. Gesundheit, Herr Doppelzett. Jetzt bloß nicht schnell auf ihn auch aufschießen, Izzy. Nicht, dass er wieder ins Wasser läuft. Ja, ich komme. Langsam sind die nicht. Nee. Die sind schon flotte Läufer, sind die. Aua. Ey, Junge, wie viel, aber der hält mehr. Aber der wird gleich umkippen, der wird gleich umkippen. Der braucht ein bisschen. Ah, jetzt ist umgekippt. Ja. Nice one. Okay, was braucht der? Weil ist der Fleisch? Der ist doch eigentlich ein Allesfresser, ne? Meine Guck schon, mal, ich hab ja noch, ich hab grad so gutes Fleisch bekommen. Rom. Hast du noch Prime? Ich hab Matten grad bekommen. Und guck Prime Meat. Wenn er das isst, dann wäre das natürlich sehr chillig. Da reicht wahrscheinlich sogar die. Ja. Hier war noch einer. Ich hoffe, der ist Level 5 oder so. Oder 10 oder... Einer. Mammut haben glaub, wir hier übrigens, hier ist übrigens Primate. Irgendwas hat hier alles getötet. Okay. Ja, oh, angefangen sind zu super essen. Viele Schweine. Oh mein Gott, Izzy, das ist so uneffektiv. Oder er ist einfach keine Cooked. Hat er gerade das Cooked gegessen? Ich hoffe, er hat gerade nicht das Cooked. Hier ist ein 85er Schwein. Ja, und wir haben schon ein Level 70er, aber ja, kann man holen. Wir müssen nur gucken, wie wir die alle nach Hause bekommen dann, ne? Ich baue jetzt erstmal Prime Meat. Ah, ist auch ein Mammut. Zwei Mammuts. Alter, wie sich das anhört, wenn man so nur die Schüsse da einmal nur kurz hört. Ja, oh, Hilfe, ich werde verfolgt! Ernsthaft? Brauchst du ernsthaft Hilfe? Ich denke nicht. So, irgendeiner von denen ist 85 hier. Ist der hier? Ja, der ist 85, der mich angreift. Okay, der Elon hat auf jeden Fall zumindest jetzt mal gegessen. So, dann kann ich noch mal ein bisschen mehr hier kurz holen. Ja, gibt auch noch mal ein bisschen Prime Meat. Schön. Siehst du das hier? Ich sehe es gerade nicht, weil ich mich gerade noch drum kümmere, was er essen bekommt, weil der braucht echt viel. Wir sind gerade auf dem Weg zu dir.
Ich komme zu dir. Ja. Oh, hallo. Ja. Sollen wir den zählen? Hat schon viele Schüsse. Ja, bin schon dabei. Okay. Ich glaube, er hat ab. Nein, nicht ins Wasser! Nein! Das ist nicht dein Ernst. Junge, wird wieder Junge, so von dem Wasser. Das ist nicht dein Ernst. Das ist so frech. Das ist so frech. Ist er schon umgekippt? Ja, er ist schon umgekippt. Als ob der direkt im Wasser umgekippt ist. Nee, er lebt noch. Oh. Doch, er ist umgekippt. Junge, das ist echt. Oh, Mann. Also, ich meine, du kannst ihm Stimberries geben, ne? Echt? Dann wacht er wieder auf, ne? Aber ich glaube, es dauert ein bisschen. Ich glaube, wir haben nicht genug dafür. Hä? Ist da was im Wasser? Wird er gefressen gerade? Ja, von Piranhas bestimmt. Er wurde schon gefressen, oder? Ja. Kann gut sein. Ich habe ihn da liegen sehen, da waren Piranhas drumherum. Also kann ja, ist aufgefressen. Ich habe gehört, dass irgendwas aufgefressen wurde. Aber ich meine immerhin... Ah, doch, da ist er unconscious. Ja. Stimberries? Ich habe keine. Und es müssten echt viele, glaube ich, sein, die da schnell ihn reinballerst. Und selbst dann ist nicht safe, sag ich mal, dass du ihn bekommst. Und der hat da Edon hier, also der hat erst 24%, obwohl er es schon mehrfach gegessen hat. Also der, der ist recht hartnäckig, sage ich mal. Und der ist ja Medium-Level, der ist nicht mal High-Level. Ah, jetzt sehe ich, was du meintest mit hier. Irgendjemand ist hier mal durch und hat alles getötet. Bisschen Karnos hier, Level 130 sogar. Gibt alles ein bisschen Pine Meat. Gott, ey, sind das hier viele Piranhas? Ist hier nicht zu kalt? Nee, Piranhas sind einfach überall. Überall, wo sie wollen. Hast du denn überhaupt Stimberries? Level 35, ja, Dedon. Nee, der ist auch jetzt ist echt zu spät, Izzy. Das glaube ich nicht mehr, als was wir den jetzt da noch bekommen. Also ich habe auch keine Stimberries. Zu spät. Es ist zu spät, zu spät, zu spät. Und da vorne ist noch ein UT 55. Und da vorne ist ein... Na, da habe ich doch irgendwas gesehen. Da, ah, Mega... Wir brauchen auch immer noch einen zweiten Megatherium. Wir hatten eigentlich schon einen, aber... Brauchen wir nicht. Alpha Megalodon geschossen. Ach stimmt, wir brauchen gar nichts. Wenn, dann Level 10. Okay, ja, dann würden wir es hinreißen können. Wir würden uns freuen, wenn wir nochmal Low-Level sehen. Die scheinen irgendwie selten zu sein, Low-Level. Ja, das nervt. Nervt das arg, ey. Weißt du, dann will man mal ein Low-Level sehen. Oh, da ist übrigens ein Yuti direkt bei uns jetzt. Der kommt, geht Richtung unser Warzenschwein. Ja, und ich habe ein bisschen blöde Sachen gemacht hier, aber es ist alles gut in der Kontrolle. Ich bin ein bisschen zu Fuß hier sehr lange alleine hier rumgelaufen. Okay. Ah, den Yuti habe ich gesehen. Der war Level 5 oder was war der? Oh, jetzt ist das Warzenschwein down. Unser? Nee, Level 50, glaube ich. Okay. Ja, nee, das, was ich eigentlich tamen wollte, ist noch ein Sabertooth, ja, hier ist einiges los. Und unserem Warzenschwein geht's gut. Jetzt 40% Effektivität. Der ist einfach ein Vielfraß. Guck mal, wie schnell der ist. Und ich habe irgendwie schon so richtig viel Prime Meat reingetan. Könnte fast schon sagen, er frisst wie ein Schwein. Scheint dann wieder realistisch zu sein. Weil stimmt, der isst häufiger aber als andere. Der isst schneller hintereinander, aber es macht nur wenig Prozent. Und deswegen brauchst du aber echt viel Prime Meat für den. Weil, der ist schwer zu überzeugen. Ich habe dem so viel Prime Meat reingegeben, der hat schon fast alles aufgegessen. Ich habe jetzt wieder Neues reingetan. Da drüben ist der 50er Yuti zusammen mit dem Kano. Ja, ein bisschen aber gefährlich. 50er brauchen wir nicht, ne? Oh, da vorne ist auch noch irgendwas im Wasser. Ist auch noch mal ein Kano, ne? Da vorne ist eine ganze Gruppe an gefährlichen Dinos. Ich schaue mir mal von oben das ganze Thema an hier. Hier ist echt viel unterwegs. Direkt am Wasserfall oben. Über beim ersten Wasserfall? Kanos, ja. Über dem hier vorne. Und oben auf dem ist auch noch ein Yuti oben drauf auf dem Wasserfall rechts. Der ist 45. Boah, Alter, wie viele Yutis sind und so. Aber keine High-Level, ne? Ist unser schon der höchstlevelige. Ja. Ja, Wölfe sehe ich. Oh, die Kanos kommen jetzt gleich zu uns. Ich kill die einfach. Ja. Brauchst gerade keine Hilfe, dann würde ich nämlich einmal den gelben Drop holen. Beide One-Shot mit einem Schuss. Perfekto. Bam. So gut auch unsere Shotgun. Ja. Und dass wir so viel Metall haben, dass wir auch die Schüsse auch wirklich machen können. Weil das war aber, wir hatten ja schon immer Waffen, wenn auch nicht ganz so krasse. Aber wir haben sie fast nie benutzt, weil diese absurd teuren Kosten für die Munition uns immer davon abgehalten haben. Ja, und jetzt haben wir einfach angefangen, absurd voll viel Metall zu holen. Gehen. Ja. Und dann ist schon halt cool, auch. Macht schon Spaß. Also, so 100 Schüsse in der Pumpgun zu haben, macht schon Spaß, finde ich. Wir sind schon, also für diese Verhältnisse echt Endstufe hier bei diesem Projekt mittlerweile. So, ich setze dich mal hin und mach mal diese Taunt-Attacke. Dann sollte eigentlich nämlich alles abhauen, was in der Umgebung ist. Davon sind auch die ganzen Wölfe. Aber ich glaube, dass das nicht genug Reichweite hat. Hoffen wir mal, dass sie mich nicht
jetzt targeten. Ein bisschen stressig. Kommt irgendwas? Wie lange habe ich noch? Ich habe noch kurz. Ich will nur nicht, dass irgendwas passiert. Ramjet Bronto-Sattel, Advanced Bullets, ja, und wieder Gasoline ohne Ende. Nee, leider nichts, sag ich mal, mega gutes jetzt hier gewesen. Yuti ist hier wieder vorne, oder? Der sieht krank aus, der Yuti. Das ist schon bei 45. 35, oder? Megatherium Level 30. Megalotheros haben die getötet. Schwein mit Level 40. Also hier ist auch alles wieder los. Ja, Schneebium ist crazy. Ein Kano. Nee, gar nicht. Ich dachte ein Alpha-Kano. Aber es war nur ein komplett rotes Mammut. Also ist wirklich... Hier in der Base wäre auch lustig. Da ist die ganze Zeit Todes-Action. 45er. Im wahrsten Sinne des Wortes. Megatherium, Level 15 der Aedon. Oh, hier sind noch ein Wolf. Kano Level 140, also wir brauchen halt kein Kano, aber ist der mit der höchste, den wir gesehen haben. Woody Rhino. Noch mehr Karnos. Geil mit dem Insekt, aber sollen wir mit diesem kleinen Helikopter einmal durch, direkt easy immer meinen Fernglas. Ja, das macht schon am meisten Bock, all in all mit dem zu fliegen. Ja. Also seit dem Adler der größte Unterschied irgendwie mit ihm. Also auch, man macht nichts richtig Neues, aber es ist halt alles einfach... Nicer. Nicer, ja. Das ist echt das... 80% Taming übrigens beim Wildschwein. Nice, ich bin nicht weit weg, bin beim oberen Wasserfall. Ja, geht halt langsam hoch. Ja, langsam hoch. Jeder Drop dafür. Kommt auch hier. Oh ja, und noch ein Goldener übrigens. Der ist aber voll weit weg, ne? Ah ja, der ist schon weit weg, ja. Denke ich auch, der lohnt sich jetzt noch nicht. Der unbedingt. Aber ich sagte, wenn der eine goldene Drop den richtigen Sattel für ein Megatherium hat, dann ist das der Game Changer, ne? Weißt du denn, dass es ein goldener ist? Ja. Meinst nur die goldenen haben Megatherium. Gold? Ach so, ja, ja. Nein, das weiß ich nicht. Also ich habe halt bei Leveln geguckt, ne? Und Megatherium Sattel macht man mit Level 55 oder so. Das heißt... Ich würde sozusagen davon abhängig machen, glaube ich, was in den Drops drin ist. Könnte dann auch lila sein, oder? Könnte auch lila sein, ja. Ich bin jetzt beim ersten goldenen. Ich glaube, bin ich beim Vulkan hier eigentlich? Wo bin ich hier gerade? Ist auf jeden Fall über 1000 Meter von mir entfernt, ne? Ja, ich komme gleich wieder. Du hast da deine Waffe, Izzy. Du kriegst das schon hin. Ja, Angst habe ich nicht. Taming ist über 90%. Top. Na komm. So, wir haben hier drin nur Lesser Shouder. Das war echt mal scheiße, muss ich sagen. Das war einer der schlechtesten goldenen Jobs, die wir je gesehen haben. Da war nur so ein bisschen Consumables drin. Oh, er ist getamed! Nice! Tamed, Leute! Wir haben unser erstes kleines Schweinchen! Sehr schön. Und wir haben jetzt schon das Thema, wie wir ihn überhaupt nach Hause bringen, ne? Also, was heißt wie? Wir können ihn tragen, aber man ist halt langsam. Ja, man ist langsam dabei, das ist der Nachteil. Aber wir können natürlich packen. Packen können wir. Und wir sind auch nicht mehr weit weg von zu Hause. Da unten sind wir! Moin moin! Moin moin! Wie heißt er? Tenderman! Moin. So, und der hat halt diese geile Heilattacke. Ah ne, kann man nicht machen, da muss er gleich drauf sitzen, um das zu machen. Und so, haben ihn gepackt. Und damit sind wir, können wir unsere, im Bosskampf dann unsere Dinos heilen und das ist schon ultra stark auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr nice. Ja. Ich weiß gar nicht, reicht davon einer oder braucht man da mehrere? Muss man die ein bisschen weiter wegstellen? Weil wir haben 20 Dinos insgesamt, die wir mitnehmen können und die sollen natürlich die möglichst eigentlich die meisten davon Schaden machen. Das heißt, nur einen verschwenden wir in Anführungszeichen für ihn, damit er Leben hochheilen kann wieder. Er ist einfach so ein kleiner Medic, der mitkommt, ne? Immer wenn wir einen Medic brauchen, Medic! Medic! Dann machen wir den auf passiv und stellen ihn so ein bisschen weiter weg, ne? Ich schätze, ja, ja. Dass er am den lila Drop-In hast du jetzt nicht geholt, ne? Aber wir fliegen auf noch einen zu jetzt. Ja, nee, ich habe keinen Dealer-Job bei mir in der Nähe gesehen, als ich zurückgeflogen kam. Da war bei mir in der Nähe. Aber egal, wir fahren okay. Fliegen noch zu dem hier. Ja. Kano sehe ich hier noch. Also eine Anke wird mich jetzt auch wirklich stören, hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee, jetzt, ne, Anke, ich kann die auch einfach langsam nicht mehr sehen.
viel zu viel Anken. Wir haben wirklich jetzt viele Anken gesehen. Ja, ja, es nervt. Bleib dabei. So eine richtig low-levelige würde ich, ne, die würde ich aber schon feiern, also. Wenn die uns jetzt nochmal vor die Flinte läuft hier. Blauer Drop ist da unten, ja. Der lila Drop. Vielleicht ist es der lila Drop. Ist viel los, ne? Musst du aufpassen. Ja. Oh, Wölfe, Wölfe, Wölfe. Das ist nicht gut für unser... Ja, und noch ein Daedon. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Scheiße, ja, jetzt habe ich den falschen nur. Oh, scheiße, okay, wir müssen hier runter und mich helfen. Sorry, es war wegen kein Stamina mehr das Problem. Oh mein Gott. So. Boah, Alter, habe ich viel. Ja. So, wir haben ihn gut gelevelt. Okay, ich glaube, du kannst den lila Drop holen. Ja. Spray Paint. Boah, er hat noch volles Leben. Ich glaube, wir haben vergessen, dass Schweine super viel Leben haben. Echt? Alter, er wurde wahrscheinlich auch kaum angegriffen. Echt, das volles Leben. Oder weil er geboostet er hat wurde. Sich, ja, er hat sich vielleicht direkt wieder selbst hochgelevelt, ne? Das könnte halt sein. Aber ja, ich auf glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Melee Damage hilft bei seiner Attacke. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe übrigens gerade einen Dire-Bier-Sattel bekommen. Kein Crazy, aber einen ganz guten. Oh, das ist ganz gut. Wir haben zwar noch keinen, aber... Das ist nicht schlecht. Aber sonst jetzt hatte ich nichts super Gutes bekommen aus dem Job leider. Bisschen Raw Mutton wieder hier und so ein paar. Wir sollten hier nicht zu lange chillen, nicht, dass gleich die nächste Gruppe kommt. Ja. Wir packen ihn wieder. Then the man. Da haben wir ihn. So, kleiner Raptor-Kampf noch, Pinomia. Und da sind wir wieder. Da ist Dizzy Bay da vorne. Da ist unser Dizzy Bronto. Bay. Boah, und wir kommen hier stark zurück mit Dan the Man, mit einem Yuti und einem Megatherium. Wir kommen einfach zurück von so einem mini kurzen Ausflug. Einmal kurz ein Schneebiom hier bei uns um die Ecke. Und wir bringen einfach drei Dinos mit. Ist schon krass. Auf ganz entspannt. Drei recht High Level, einmal echt High Level und zweimal recht High Level. Auf easy, komplett neu, die haben wir noch nie vorher gehabt. Schon sehr geil, so. Dan the Man ist einmal hier oben drauf gelandet. Vielleicht lande einmal hier oben. Jetzt sind wir auch endlich wieder schnell, Leute. Also, eine langsame Mücke ist schon keine coole Mücke. Die macht weniger Spaß dann. Hat die eine noch irgendwas Inventar, was ich mitnehmen sollte? Hab mal ein bisschen was mitgenommen fürs, für unsere Futtertröge hier. Das wird ja auch immer mal wieder benötigt. Ne? So, haben jetzt die Beetles eigentlich irgendwas? Boah, die haben ultra viel Kacke und ultra viel Dünger schon. Oh, das will ich mir selbst angucken. Warte, lass noch. Und auch Öl. Stamme. Ja, die machen gleichzeitig auch Öl. Auch praktisch. Falls sie doch mal selbst Gasolin machen müssen. Wo ist er? Ah, da. Der hier. Beetle Boy. Alter! Ja, geil. Leider und noch kein Level bekommen. Der andere steht hier oben in der Pflanze drin. Also wir können auf jeden Fall den ganzen Fertilizer. Doch, ich habe ihn gerade einmal geupgradet. Einmal. Okay, immer schön auf Wait gehen. Ja, habe ich gemacht. Und wo ist der andere? Ah, hier oben. Hat der was gesammelt? Ja, auch. Hä? Aber irgendwie hängt der da trotzdem fest. Ist ja eigentlich geil, weil dann stört er nicht, ne? Aber er hat auch Fertilizer gemacht? Hast du schon rausgenommen? Nee, das hat er noch nicht gemacht. Weil vielleicht muss er dafür dann doch wirklich auf irgendwie Rendering stellen? Habe ich gerade gemacht schon, aber irgendwie hängt er trotzdem noch fest. Ja, weil er zu schwer ist gerade. Wahrscheinlich, der hat viel zu viel Scheiße drin, einfach. Ja. Ich hab mal ein bisschen... Scheiße drin. Ich hab mal die ganze Scheiße rausgeholt aus ihm. Ich weiß nicht, was ganz... Die Scheiße, gut, die können wir einmal direkt verteilen, weil wenn wir die... Man kann ja gar nicht so viel Scheiße hier reintun. Das ist ja die Scheiße mit Kompostbinde. Man kann nur ein paar Scheiße mal reintun. Das ist ja die Scheiße. Man kann doch viele Scheiße reinmachen. Scheiße, Kompost. Ich kann gar nicht so viel Scheiße reinmachen, wie man braucht hier. Oh, ich scheiße hier. Alle rein mit dem ganzen Dreck hier. Scheiße hier, Scheißdreck. Scheiße. So, ein Rest hier, auch wenn es gerade nichts bringt. Okay. So, aber unsere neuen Dinos müssen wir auch mal hier mal kurz hinwerfen. Schauen Sie mal. 3, 2, 1. Katsching! Alter, ist der riesig! Junge, der ist riesengroß. Boah, der sieht auch, ehrlich gesagt, wenn ich mir den sein Gesicht so angucke, sieht der, finde ich, mit am bösesten aus. Also, ja, dem will ich nicht nachts im Wald begegnen, Alter. Weil guck dir mal seine Zähne an und so. Ein Rex im Vergleich ist halt so gepflegt. Und er ist so richtig, mir ist alles scheißegal, weißt du, der ist so Joker-mäßig. Der sieht richtig geisteskrank asozial aus. Yep.
Und wie sieht's aus mit dem Mega Therion, mit unserer Mega Mama, die wir natürlich dann auch, wenn wir Mega Papa gefunden haben, dann fortpflanzen müssen, weil davon brauchen wir 20 Stück. Da ist er. Ah ja, der chillt erstmal. Das chillt er. Aber wir können jetzt nicht mal gucken, was unsere Sättel angeht. Ah, natürlich, hier geht's nicht mehr hoch. Runti. Eieieiei. Und dann gucken wir nämlich mal rein, wie es aussieht mit unseren Sätteln. Für den Yuti. Das ist ein Blueprint. Der braucht, ihr seht, 3300 Silicia Pearls. Also müssen wir nochmal in unsere Silicia Pearls Höhle. Ja. Und das ist hart. Es gibt, ja, aber einmal in die Höhle. Und wir müssen die gute Methode haben zum Farmen. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Vielleicht gibt es einen besonderen Dino, den wir nehmen sollen. Oh, unser Adler kämpft da hinten. Ja, und halt. Unser 180er. Halt funktioniert, Leute, das 11.000, 9.200 Fiber, super easy. Und Metall 3.500 ist auch jetzt nicht so viel, das kann man schon machen. Ist es Akku bei dem Adler? Ich hole ihn jetzt zurück. Okay. Der sollte einfach überhaupt nicht auf Neutral oder Aggressive oder weiß der Geier was. Ja, der muss auf Befehle ignorieren gestellt werden noch. Dann geht das wahrscheinlich. Also so viel zum Yuti. Da brauchen wir nur den Einsattel. Und ja, das schade ist halt, dass wir noch kein Megatherium haben, ne? Nur Megalo. Dafür hat auch irgendwie über 20 Level-Ups. Silicia Pearls haben wir jetzt ja auch wieder ein paar neue. Wir haben insgesamt 842, also ich glaube, da müssen wir auch einmal in die Höhle rein, um das zu holen. Aber ansonsten haben wir davon auch genug. Aber ja, für ein Megatherium haben wir halt noch keinen Sattel. Und das ist, also normalen können wir machen. Und das finde ich auf jeden Fall, da brauchen wir halt 20 Sättel für. Also dafür brauchen wir ein Blueprint. Das wäre sehr stark. Normaler Megatherium-Sattel kostet, schauen wir mal, Megatherium, Cementing Paste, Hide Fiber und Metal. Also das ist recht günstig, das kann man eigentlich recht easy machen. Brauche ich nur das Fiber hier gerade noch. So, das reicht noch nicht. 130 haben wir hier noch Fiber. Krass, ausnahmsweise mal wirklich. Ah, doch, hier haben wir noch Fiber. Müssen wir bald mal wieder neu holen. Aber das können wir einfach, das sehe ich gerade, sie abpflücken direkt bei unserer Base. So, dann können wir hier nämlich den schönen Sattel einmal machen für den Megatherium. Und ein Yuti-Sattel kostet wahrscheinlich dann mehr, ne? Ein Yuti-Sattel bekommen wir auch erst bei Level 80. Krass, echt spät. Und der braucht auch 125 Silicia Pearls, natürlich schon als normaler Sattel, auch wenn das deutlich günstiger ist als ein normal. Und da haben wir auch schon den Blueprint, also das können wir uns eigentlich sparen. Aber jetzt ist halt echt die Frage, warte mal, unser... Und wir brauchen noch einen Sattel für den Daedon, ne? Papa. Ich weiß nicht, ob der Sattel so wichtig ist. Keine Ahnung. Der Daedon, es macht ja einen Sattel. Für den Daedon brauchen wir, weil sonst kann man die Attacke nicht machen. Und er hat dann ja mehr Armor. Also ist auf jeden Fall auch wichtig, den Daedon-Sattel, also den Schweinesattel zu machen. Und kostet auch nicht viel. Also das sollte man schon auch machen. Krass. Hier. Das Einzige, was mir fehlt, ist das Fiber. Aber das haben wir hier. Und einmal rüber. Und jetzt kann man den auch noch machen. Dann können wir nämlich die beiden mal auswählen. Ich möchte, also Yuti-Sattel könnten wir wahrscheinlich auch recht einfach machen. Aber, ja, viel zu krass. Wir haben auch alles direkt am Start. Aber ich will eigentlich nicht die Perlen dafür für 125 verschwenden, weil wir machen eh einen besseren Sattel ja noch für den. So, so komisch nach wie vor, dass Moshops und so gar nichts sammelt irgendwie. Und die ganzen Toten aber sich nicht mehr auf dem Boden versammeln. Also irgendwie leben da Babys, aber irgendwie sterben keine Pinguine mehr und irgendwie sammelt die aber auch gleichzeitig keiner ab und irgendwie kann man jetzt auch nicht mehr, man kann weder per Hand sammeln noch, ich verstehe gar nichts mehr bei der Pinguinfarm. Ich gucke einmal vorbei, ich wollte noch einmal den Zettel hier einpacken vom Daedon und den anderen Sattel habe ich mir eingepackt hier gerade. Allosaurus-Sattel habe ich hier, Bronto-Sattel, Daedon und Megatherium, ja. So, ich schaue es mir mal an, Herr Doppel-Z, ich bin schon da. Ja, das ist total unspektakulär, ich weiß gar nicht, da gibt es eigentlich gar nichts zum Gucken. Aber es wird auch nicht mehr Polymer, also so gar nichts, das bringt irgendwie gar nichts mehr. Aber vielleicht... Es werden weder mehr tote Pinguine, noch werden es mehr Polymer. Ich meine, hier sind ja gerade wieder voll viele, ne, hier. Also ja. Nicht voll viele, aber es sind ja schon einige da. Also hier sind auch wieder so 4 Stück immerhin. Auch jetzt gerade sind wieder welche geschlüpft, oder? Ja, aber es gibt keinen einzigen Toten und es gibt nirgendwo irgendwie Polymer drin.
Das ist halt komisch. Ist irgendwas ausgestellt, dass sie irgendwie nicht aufsammeln? Eigentlich nicht, ne? Nein. Man kann also ich meine, wenn man jetzt mit ihm wieder rauf geht, ne, schauen wir mal. Ja, aber viel kriegst du auch nicht. Also es ist dafür, dass wir so lange weg sind, sind es sehr wenige, die hier sind, das stimmt. Und nix, weißt du, es ist ja nichts Totes auf dem Boden, aber gleichzeitig auch nirgendwo Polymer drin, also ich verstehe es irgendwie nicht. Ganz komisch, diese Farm. Weil, also ich habe ja irgendeine Rate habe ich geändert, wegen dem, damit wenn wir nochmal eine Mücke haben, wir da eine bessere Chance haben. Aber das würde ja nur bedeuten, dass es länger dauert, bis sie aufwachsen. Aber es ist ja nicht so, dass wir nur Babys haben oder sowas, sondern wir haben einfach nichts. Das ist komisch. Da müssen wir auf jeden Fall beobachten. Wie lange brauchst du, um jetzt aufzustehen, kleiner Mann? Ganz schön lange, ne? Den fütter ich gleich mal sonst ein paar Beeren. So, für den YouTube brauchen wir aber nichts, sondern hier oben gleich für den Daedon. Wo steckst du? Der hier. Na? Da ist er. Da können wir nämlich jetzt hier den schönen Sattel drauf machen. Und rauf gehen. Na, komm. Oh, krass, ich komme nicht rauf. Hier muss ich ja wahrscheinlich einmal springen. Und da geht's auch nicht vorbei. Oh, man. Oh, jetzt ist der Agentaub ist genau hier, oder was ist sie? Junge. Hm? Welcher? Was? Ich bin jetzt auf drei Methoden versucht hochzukommen und komm nicht hoch, weil das ist ein Agentabes. Ach so, ja, das hatte ich eben auch. Dan the Man, ich komme! Ha! Jawohl. So. Yay, wir sitzen drauf. Also, das ist er. Der braucht auf jeden Fall ein ganz bisschen Weight noch, weil, oh gut, ich habe auch gerade viel zu viel gerade da. Aber dann kann der jetzt Attacke machen. Also links ist normaler Angriff, ganz klar. Und Rechtsklick ist hier. Jod, Daedon is consuming extra food to heal your allies. Also der frisst jetzt mehr gerade. Und dafür, dass er frisst, aber kann er dann eben alle im Umkreis heilen. Also alle, wo dieser grüne Kreis gerade hingeht, also alle, die wir hier gerade sehen zum Beispiel, werden jetzt geheilt dadurch. Und das wird im Bosskampf halt mega wichtig sein. Deswegen ist es so stark, dass wir uns den geholt haben. Das ist, also den braucht man. Den braucht man als besonderen Dino. Dann brauchen wir als besonderen Dino den Yuti, weil der gibt einen Buff, also dass sie stärker werden, unsere Dinos. Ne? Dann macht er diesen Schrei, dann werden die alle stärker. Dafür ist der wichtig. Einen guten Sattel für ihn machen wir noch. Brauchen wir noch die Silizia-Pearls. Und dann brauchen wir halt eine Armee aus Big Mama aus Mega Mama und Mega Papa Kindern. Also die Mega-Kindergarten. Meinst du nicht, die Rexe könnten schon reichen auch? Für die schlechteste Broodmother ja, aber für die beste nicht. Wie für die beste? Da ja, man, du kannst drei Level verschiedene. Ja, du kannst drei verschiedene beschwören. Und nur die beste gibt alle Tech-Anagramme. Mit der schlechtesten kriegst du nicht alle Tech-Anagramme. Und ich denke mir so, wenn wir den schon machen, machen wir nur den besten, oder? Ja, also, wir sind ja auch die besten, ne, eigentlich. Also jeder weiß, dass wir in der Ark die besten sind, die es eigentlich ja. So. Das ist unumstritten, da sind sich alle einig, die das Kritiker auch. Denke ich auch, ja. Übrigens für unseren Bronto, ich habe ja einen Sattel bekommen, den können wir mal austauschen. Da haben wir nur den primitiven Sattel. Dann könnte ich austauschen mit einem ultra guten Bronto-Sattel, so. Das ist jetzt, jetzt kann Brötchen nicht mehr sterben. So, Stimberries, die wollte ich mir mal kurz nehmen. Ah ja, und den schlechten Sattel nehmen wir auch mit. Ja. Und dann gucken wir einmal hier vorbei bei der Mega-Mama. Vielleicht kann ich sie jetzt zum Aufwecken bewegen. Ich habe übrigens trotzdem noch ein paar Kompost-Bins jetzt hier vorne hingestellt. Ja, so viel Kacke haben. Alles dann reintun. So, baller dir mal ein paar Stimberries rein, mein Lieber. Gönn dir mal, ja? Seht ihr, Torpor geht jetzt, glaube ich, schneller runter. Oder geht's überhaupt schneller runter? Es wirkt nicht so. Der ist es auf jeden Fall. Ah, ich weiß nicht, ob man Kryo so, diese Kryo-Krankheit damit irgendwie. Es haben halt auch nicht bekämpfen immer kann. Alle die Kryo-Krankheit gehabt, ne? Sondern nur. Wenn der zweite, glaube ich, wenn du machst einen raus, der erste geht und der zweite dann und der dritte und so, dann, glaube ich, haben das Problem, glaube ich, ne? Wo ist der kleine Alf? Ist Alf hier noch irgendwo? Wer ist Alf? Alf ist unser Alu, weil ich habe einen Sattel für ihn bekommen. Ja, der ist wahrscheinlich der Kryo, oder? Ah, das könnte sein. Weil wir hatten die ganze Zeit keinen Sattel und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Sattel für einen Alf. Sibylle, Pela, Sebi, Antoinette, Stigi. Ne, haben wir nicht. Nee. Nicht, dass irgendwo mal gestorben bei den Rexen stehen. Ist. Man kann ja nachgucken. Ist er gestorben? Bei L. Kann sein. Ich
geht mal auf. Ah, da war mal was, ne? Ich glaube, der ist gestorben. Doch, Alf lebt eigentlich noch. In 29 Metern nur, ja. Ah. So, dann suchen wir mal. Ah, ich sitze ihn auch. Da ist der kleine Alf. Ja, sehr klein. Ja, aber der kleine Alf ist auf jeden Fall kleiner als die anderen. Das ist er hier. Alf? Bist du es, Alf? Man ist so, wer von diesen... Welche Beine sind von ihm? Alf, bitte an Kasse 3. Hier ist Alf, Allosaurus. Alf, bitte an Kasse 3. So, und da könnte ich jetzt nämlich den krassen Sattel rauf machen. Und jetzt muss ich nur auf ihn rauf gehen. Jawohl, bin ich auf Alf rauf? Ja. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier rauskomme. Ja, 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 ich bin frei! Ich bin frei! Oh Gott. Das ist, Leute, das ist unser Allosaurus. Zum allerersten Mal können wir hier zu reiten. Der ist schon cool, Izzy. Der ist richtig schnell. Der kann auch schreien, oder? Ja, weißt du, wo wir Alf... kann das? Ja. Ich glaube nicht. Seine Besonderheit ist, dass er echt schnell ist. Das ist der Juti, der schreien kann, ne? Ja. Und der kann ich echt schnell die immer. Beißen. Der kann echt schnell laufen. Der ist eigentlich ein echt geiler Dino. Und er hat 21 Level-Ups. Sehr, sehr ordentlich auch. Und das ist ja, den haben wir als Kind, haben wir den noch vom großen Berg da oben bekommen. Und jetzt ist er endlich, jetzt kann er endlich eingesetzt werden, richtig. Der ist schon cool. Der ist oben vom Berg, oder? Der ist oben vom Berg, ist er runtergekommen, hier. Und dann macht er auch gar nicht so schlecht Schaden, also muss man mal sagen, dafür, dass wir jetzt gerade erst einsetzen. Schön. Warum auch immer er nur 20 Schaden macht, weil er wahrscheinlich von vorne kommt hier. Der arme kleine Trike, sagt von hinten. Ich finde ihn schon ganz cool, weil er auch kleiner ist als ein Rex. Also der macht natürlich jetzt keinen Sinn wieder gegen die Bosse. Aber der ist schon sehr nice, einfach so. Ja, aber die Rexe fucken ja auch total ab. Ich finde, der ist so schnell. Und die Mega-Mama ist fertig. Zack, losgelassen und zack, wieder verkeilt. Wieder verkeilt, ja. Ah, das auch nicht. Ich habe einen Plan, wie wir es mit dem Verkeilen lösen, aber das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Aber da habe ich auf jeden Fall noch einen Plan vor. Aber jetzt endlich Mega-Therium, auf dich habe ich gewartet. Die Mega-Mama! Mega-Mama. Sattel. Boom! Mega-Mama. Mega-Mama. Guck's dir an, Izzy. 20 Stück davon. Hammer-Mama. Hammer-Mama. 20 Stück und einfach BAM! BAM! Und er hat auch verschiedene Attacken, hat er. Ja, der ist auf jeden Fall krass. 4 Level-Ups, direkt hier in sowas wie Health rein. Dass sie doch über 10.000 Health machen, dann Melee-Damage reinhauen. Also der ist auf jeden Fall krass, Leute. Das war's für die heutige Folge von Izzy versus... Ich bin oben auf dem Kopf. Dinos, wir sehen uns morgen wieder bei Izzy auf dem Kopf um 14 Uhr. Ciao, ciao, bis dahin. Tschüss.